Okay. Na, wo sind wir denn jetzt? Was? Auf der Insel? Das ist ja schön. Also es soll wohl eine Insel sein. Das ist natürlich ein Filmset nach wie vor. Ich kann auch nicht wirklich wohin, also zumindest mal nicht dorthin, wo ich jetzt gerade will, nämlich auf das Bötchen zum Beispiel. Aus der Höhle komme ich raus. Das Bötchen kann ich nicht. Dann gehen wir halt hier rein. So. Da ist wieder eine Markierung. Mit dem da kann ich nichts wirklich anfangen. Okay, dann nehmen wir halt die Tür. Soll das heißen, hier einmal, also einmal hier rumlaufen, egal wie, oder? Einmal links rum, einmal rechts rum? Weiß nicht. Das ist eine Tafel. Kleine Schiefertafel mit einer 11 drauf. Und was drüber steht, kann ich leider nicht lesen. Nimmt er aber mit. Also jetzt habe ich diese verschiedenen Gegenstände da. Unten rechts sieht man es ein bisschen. Wenn man unterhalb der Facecam guckt, dann sieht man, dass ich da diese Gegenstände quasi im Inventar ablege. Aber so also tatsächlich öffnen kann ich dieses Inventar manuell nicht. Zumindest mal habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, wie. Was. Mr. Hardy ist ein Quartiermeister und das ist etwas sehr Wichtiges, denn ein Quartiermeister kümmert sich darum, dass die Crew dort ist, wo sie sein muss und immer genug Essen und Rum für alle da ist. Mr. Hardy ist seinem Captain sehr treu und befolgt immer dessen Befehle, da er weiß, dass er, der Captain, nicht Mr. Hardy, ein unerschrockener Anführer ist. Der Captain schimpft manchmal mit Mr. Hardy, aber nur, weil ihm seine Crew so wichtig ist. In Wahrheit, Seite unten abgerissen. In Wahrheit. Da gibt's doch bestimmt den Rest der Seite noch irgendwo anders. Nee, bleib mal zu. Gehst du zu. Sonst noch irgendwas hier? Tür? Habe ich mir gedacht, dass die nicht aufgeht? Da wird definitiv auch nichts gehen. Nö. Schauen wir mal hier. Jawohl. Ein bisschen kommt hier Musik hier. Oh, hallo. Ist ein Reh. Oh, ein kleiner, junger Hirsch. Das ist ein junger Hirsch, ist kein Reh. Junger Hirsch. Was bedeutet denn das jetzt? Oh! Tür? Das war ja cool. Warte mal. So wirkt es fast ein bisschen, als würde der so leicht aus dem Bild rausgucken mit seinem Kopf, ne? So ganz leicht. Jetzt wird so, da ist nämlich der Kopf sehr scharf. Jetzt ist der Kopf eher unscharf, jetzt rennt der irgendwie weg. Und jetzt ist da eine Tür. Es würde es mich nicht wundern, wenn ich durch diese Tür jetzt laufen könnte. Wenn die jetzt wirklich da wäre. Nisch. Lassen wir uns... Siehst du? Eigentlich ist es keine Überraschung. Aha. Gut. Schauen wir mal. Die wird nicht aufgehen? Nö, natürlich nicht.
Was? Das ist ein Bild, ein Foto von einem Filmset. Möglicherweise auf diesem Schiff. Könnte sein, durchaus. Liegt hier noch mehr so Zeug rum? Hallo. Irgendwas musste passieren. Moment, ich gucke erstmal, ob ich vielleicht durch das Loch durch kann. Denke es nicht, aber. Ich nah gut rangehe. Nee, okay. Wäre auch neu. This fellow is wise enough to play the fool. Weiß genug? Weise genug, meinen sie wahrscheinlich. Weise genug, um den Trottel zu spielen. 12th Night. 12. Nacht. Okay, habe ich jetzt auch mal im Inventar. Ich weiß nicht, was ich mit dem Inventar anfangen soll, ehrlich gesagt. Geht es hier einfach nur darum, irgendwelche Gegenstände zu sammeln, die dann irgendwie zum Schluss führen? Oder muss ich mit denen nachher noch was machen? Weiß es nicht. Von da bin ich gekommen. Da geht mal nix. Gut, machen wir weiter. Jetzt hat sie sich abgeschlossen, ne? Alles klar. Also wenn ich sie nicht selber zumache, dann fällt die automatisch. Ja, ist das so? Also, was ich sagen wollte, wenn wir Türen nicht selber zumachen, dann fallen sie halt zu. Wenn wir sie selber zumachen, dann schließen sie sich auch gleich ab. Uns verfolgt immer eine Last. Was ist denn nun das hier? Verschiedene Paar Schuhe, Stiefel, ein Fischernetz, ein Torso. Das muss sich möglicherweise drehen hier, beziehungsweise ich gehe davon aus, dass ich das drehen muss. Das sieht nämlich auch so aus. Schwere alte Tasche. Da hängen mal Figürchen rum. Okay. Ja, gucken wir mal hier. Wieder ein Foto. Das scheint. Ja, wie auf einer. Man scheint von einer Bühne zu blicken, auf Publikum runter. Einiges an Publikum. Da geht's hoch, will ich aber jetzt klar gerade mal noch nicht. So wirklich mehr anzuschauen scheint es jetzt aber gerade auch nicht zu geben. Hier hat sich noch nichts geändert. Hier geht's runter. Wieder verschmierte Spiegel. Nee, das kann man nicht nehmen. Da geht's noch lang. Dieser Tasche, meint er, dieser schweren Tasche entledigen? Oder was? Oh, guck mal, jetzt habe ich einen Schatten. Habe ich auch nicht immer. Ja gut, das Licht fällt dann entsprechend, ne? Wer sind denn Sie? Oh, ein Schlüssel. Hallo. Ja, möglicherweise muss ich diesen Hebel hier in Bewegung setzen, damit ich an den Schlüssel komme. A little spark is all it takes to set the human soul on fire.
Wieder ein Schlüssel genommen. Okay, dann wird das wahrscheinlich auch der Schlüssel für jene Tür hier sein, gehe ich mal davon aus. Ja. Gut. Ich hatte immer noch nichts getan. Nö. In Ordnung. Lietet weiter. Creation always begins with an act of destruction. Ach was. Was ist denn das? Cool. Was mache ich jetzt mit der Kugel? Kann ich die werfen? Vielleicht muss sie da irgendwo hin. Ne? Naja, irgendwas wird ja gleich passieren, schätze ich. Seid ihr vorher schon so da gehabt? Das ist auch alles unverändert. Wie geht's denn alles weiter? Kugel habe ich genommen. Da war ich. Gehe ich halt nochmal zurück. Muss man nochmal schauen. Wir haben ja Zeit. Wer hätte gedacht, dass es hier links weitergeht? Okay, einfach nicht aufgepasst. One life ends, another begins. Ja. One life ends. The right one. Das Richtige. Das ist natürlich ganz interessant. Jetzt hat er da natürlich Englisch gesprochen. The right one, da ist natürlich jemand rechts. Und links ist auch jemand. Übersetzt haben sie es mit das richtige Leben beginnt. Oder? Okay, das scheint eine Dame zu sein, das ist ein Herr. Okay, das ist ganz interessant. Jetzt kann man, also hat man jetzt hier also offensichtlich so eine Stelle, an der man sich entscheidet, was man tut. Ich kann mich auch nicht weiter. Weil ich es nicht weiß. Ja, schieße ich die Frau? Dann schieße ich den Mann. Vielleicht ist das aber auch ein Mann mit einem Frauenhut. Das weiß ich ja alles nicht. Komm. Das Richtige. The right one, sagt er. Das wäre das Rechte, wenn man das übersetzt. Okay. Also da war die Entscheidungsgewalt meinerseits dann doch nicht so groß. Also den konnte ich gar nicht erschießen. Ich musste das rechte Leben nehmen. Nicht das richtige, wie sie es übersetzt haben, sondern das rechte Leben. Die rechte Figur musste erschossen werden. Da hat jetzt offensichtlich die Kugel auch den Vorhang durchschlagen oder eine Wand. Oder auch nicht. Dann gehen wir halt weiter.
Aha. Ich bilde mir ein, ich sollte da nicht reingehen. Ich bleib da mal drunter. Aus Neugier würde ich schon gern wissen. Ja? Aber ich nehme schon an, dass es... Moment, Kugel. Sieht aus, als stecke da eine Kugel drin. Aber... Ich kann nichts machen, also nicht nehmen oder sonst was. Ich gehe jetzt hier einfach mal weiter. Auch hier nehme ich an... Soll ich einfach mal... Ich probiere das jetzt einfach mal aus, ob ich da richtig liege. Also ich nehme an, wenn ich da jetzt durchlaufe, dann kriege ich auch einen Schuss ab. Nö. Passiert gar nichts. Weiß nicht, ob das... Okay, jetzt hat der Controller kurz vibriert. War jetzt das vielleicht doch, weil ich durch diesen Lichtschein gelaufen bin? Passiert eigentlich nichts, wenn ich da durchlaufe. Okay, also brauche ich mich zumindest mal auch nicht ducken, scheinbar. Dann ist das ja relativ egal. Wie es aussieht. So. Aha. Ich weiß ja echt nicht, ob das irgendwas bringt. Da hier reinzugucken. Oder so. Da ist eine Tür. Hä? War die vorher schon da? Ja, wahrscheinlich schon. Das ist interessant. Ich verstehe es nicht, aber es ist interessant. Ich meine, da bringt jetzt auch Ducken nichts mehr, ne? Vielleicht einfach nur rennen? Oh! Nee. Wenn ich hier stehen bleibe, passiert auch nichts. Es geht auch auf. Gehen wir aber erstmal noch nicht rein. Wir schauen uns hier erstmal um. Wobei ich aber nicht glaube, dass es hier jetzt viel noch zu finden gibt an der Stelle. Ja, nee. Ist klar. Oh, hallo. Was denn das? Ja. Oh, warte mal, eine Tür. Guck mal. Die klemmt. Sehen wir, da liegt was davor. Sieht man da was dahinter? Nö. Eieiei, die Nase heute, Leute. Das tut mir echt leid. Das mag an der Hitze liegen. Schweißperlen laufen an der Nasenscheidewand entlang. Und das kitzelt. Schweiß in der Nase. Das ist heftig. Oh, guck mal, da ist ja was. Nee, doch nicht. Und eine Tür. Hallo, Tür. Jetzt ist es wieder schwarz-weiß. Ich weiß auch noch nicht ganz genau, warum die schwarz-weißen Sequenzen schwarz-weiß sind. Aber möglicherweise sind das ja die Filmsequenzen an sich. Weil die Welt damals, ja, die war ja nicht schwarz-weiß. Es waren nur die Filme schwarz-weiß. Ne? Also. Das wäre jetzt so eine Theorie von mir, dass das... Schwarz-Weiß hier so eine Filmsequenz ist und solange es farbig ist, ist es im Prinzip Real Life oder so. Aber ich weiß es nicht. Es erschließt sich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch noch nicht ganz, was jetzt hier überhaupt abgeht. Also, klar, wir wissen, wir sind Schauspieler, wir wissen auch,
schon, dass wir wahrscheinlich ein bisschen verrückt sind. Wir wissen auch, dass der Regisseur extrem ist, also was seine Vorgehensweise mit den Darstellern angeht. Ups. War nicht schlecht. Okay, jetzt bin ich hier ein bisschen gefangen. Vielleicht. Ah ja. Na jedenfalls, was genau jetzt hier irgendwie, also welche Richtung das jetzt hier sein soll und einschlägt, dessen bin ich mir noch nicht ganz bewusst. Tja. Will sich mir noch nicht so ganz erschließen. Da ist wieder jemand. Passiert bestimmt gleich was. Oder auch nicht. In Ordnung. Ach, hallo. Püppchen. Oh, sieht ja anders aus. Erschießt du mich jetzt? Nö. Aber da geht's lang. Ah. Sagst du mir also, wo es lang geht. Oh, es ist ein bisschen hell hier. Das ist ja cool. Das ist ja echt. Was? Was? Kommt gerade raus? Ui, muss ich wegrennen? Muss ich vielleicht da? Nee? Muss ich irgendwas tun? Muss ich vielleicht da drauf gucken? Habe ich was verpasst jetzt? Also, kein Plan. Ne? Schade. Vielleicht hätte ich mir das jetzt einfach angucken müssen. Scheint aber eine riesen Blutlache hier gewesen zu sein auf dem Boden oder irgendwie so. Erzähl mir doch nichts. Ah, einen alten Mann hier fertig machen wollen, das gibt's doch nicht. Unfassbar. Kann ich in das Bild rein? Wahrscheinlich nicht. Nö, hätte ich auch nicht gedacht. So, es juckt wieder, nach wie vor, kitzelt, was weiß ich. Ja, gehen wir halt hier durch. Da geht's nicht lang. Wunderschön. Look what I found, Mr. Hardy. This chart will lead us away from peril and into safe harbor. Ach. Not safe. Steht da. Also die roten Bereiche sind offensichtlich nicht sicher, die gelben Bereiche sind wohl ja, mit dem gelben Smiley da noch irgendwie wahrscheinlich verknüpft. Also das heißt, das gelbe Smiley lächelt, also ist ja ein Smiley, es wirkt positiv. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die gelben Räumlichkeiten sicher sind. Allerdings müsste ich ja jetzt erstmal wissen, wo ich bin, also wo ich jetzt tatsächlich hier auf diesem Schiff bin. Ne? Was... Nee. Es gibt ja leider keinen Cursor oder sowas, mit dem ich jetzt über die Karte fahren könnte, um euch zu zeigen, was ich eventuell wie verstehe. Ja. Also, auf jeden Fall gibt es wohl sichere Bereiche und nicht so sichere. Ne? Ich glaube, von hier bin ich gekommen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ja. Gehen wir jetzt da runter. You shouldn't play with strangers. She wouldn't like that. She doesn't like it when you play with anyone but her. Sie? Da geht's weiter runter. Kind ist jetzt da durch. Zu schmal für mich. Komme ich nicht durch. Kann es auch nicht öffnen. Dementsprechend muss ich jetzt nach unten.
etwas. Moment. Hallo? Jetzt. Requisiteneinkaufsliste. Nachbildung einer Steinschlosspistole aus dem 17. Jahrhundert. Voll funktionsfähig. Da steht 1. Also dahinter steht 1. Also wahrscheinlich eine Nachbildung einer Steinschusspistole aus dem 17. Jahrhundert. Blitzpulver durchgestrichen. Schwarzpulver. 4. 4. Was soll das heißen? Keks? Ja, irgendwie so. Je 66 Pfund. Munition 5 Schachteln, je 100 Stück. Attrappen 100. Also es scheint doch so zu sein, als hätte jemand am Set die Requisiten wohl austauschen wollen. Also eine voll funktionsfähige Steinschlosspistole aus dem 17. Jahrhundert wird hier verlangt. Und ich habe ja auch vorher mit einer alten Pistole geschossen. Ob das jetzt so eine Steinschlosspistole war, ich gehe einfach mal davon aus, weil es könnte hinkommen. Blitzpulver ist sicherlich ein Filmrequisit im Sinne von macht halt Blitz, aber sonst nichts. Schwarzpulver macht natürlich ein bisschen mehr. Also es mag sein, dass da geplant wurde, jemand auch am Filmset zu entsorgen. Vielleicht. Na gut. Denke, das wird es hier auch soweit mal mit interessanten Gegenständen gewesen sein. Es speichert. Wer sind denn Sie? Können Sie sich ausweisen? Und da liegt ein Zettel. Nur einer von uns weiß, was getan werden muss. Nur einer weiß, was auf dem Spiel steht. Der andere muss es nicht wissen, muss es nicht verstehen, nur zuhören und es vorspielen. Wow.